Ja, hallo Elektronikfreunde. Das ist hier mal wieder eine Fortsetzung von dem bisherigen Projekt mit dem Motor und dem PWM-Signal. Also der Motor wird über den Transistor hier angesteuert und am IC wird hier das PWM-Signal erzeugt. Mit dem POTI ändere ich hier das Tastverhältnis. Wer das Video noch nicht gesehen hat, kann gerne davor diese drei Teile dann sich erstmal anschauen, wie das funktioniert. Die Erweiterung ist jetzt die, dass man einfach mal per Tastendruck den Motor ein- und ausschalten kann. Jetzt im Moment ist er ausgeschaltet, die LED ist hier grün. Und wenn ich jetzt den Motor hier mal einschalte mit dem Taster, gut, dann würde er theoretisch angehen. Ich habe jetzt das PWM-Signal ganz runtergedreht, ich drehe es mal höher. Der Motor läuft also, jetzt schalte ich wieder aus. Und wenn ich jetzt wieder einschalte, läuft er mit der Geschwindigkeit, wie er vorher eingestellt war. Und natürlich ist es auch so, wenn ich jetzt den einschalte, dann kann ich mit dem POTI die Geschwindigkeit ändern. Ich zeige das nochmal kurz. Das funktioniert also. Und die Frage ist jetzt, wie kann man sowas aufbauen? Das Erste, was man sieht, ist, dass von dem IC nun wirklich alle vier Gatter benutzt worden sind. Bis jetzt war es ja so, dass das PWM-Signal nur ein Gatter braucht, aber man sieht hier, die anderen Pins sind auch irgendwie miteinander verknüpft. Und wie das funktioniert, zeige ich jetzt einfach mal. Bevor ich das erkläre, noch mal ganz kurz, wenn man jetzt das mit den Tastern sieht, mit der roten und grünen Leuchtdiode hier oder mit der Dual-LED, dann denkt man ja, okay, das ist ja eine Grundschaltung der Elektronik, das ist auch so. Denn das, was man hier sieht, ist ein RS-Flipflop. Also ich sette und resette hier etwas und damit kann ich praktisch das PWM-Signal ein- oder ausschalten. Gut, wie funktioniert jetzt die Schaltung? Vorerst mal hier kurz auf der rechten Seite das, was schon erstmal gegeben ist, nämlich das PWM-Signal, so wie es generiert wird. Also ich schreibe das mal dazu. Hier ist PWM-Signalgenerierung. Und was da war, ist, dass dieser Pin des Gatters hier direkt auf plus 5 Volt war. Jetzt könnte man denken, gut, jetzt könnte man mit dem hier irgendwie was steuern. Das ist auch Ziel nachher, also mit diesem Pin wird irgendwas gemacht. Und was man da auch noch braucht, ist hier dieses RS-Flipflop. Wenn man das jetzt so sieht, dann scheint es ja erstmal richtig zu sein, aber nur in der Theorie, denn in der Praxis fehlt jetzt hier noch einiges. Die Tasten, die hier sind, so, die haben ja die Funktion, eben das Flipflop zu setten und zu resetten. Aber es gibt da erstens mal ein Problem: Wenn die Tasten offen sind, dann haben die beiden Pins hier kein Potenzial. Das heißt also, die sind irgendwie, hängen in der Luft wie eine Antenne. Das darf in keinem Fall sein bei der Digitalelektronik. Also alle Eingänge, die in irgendeiner Weise benutzt werden müssen, ein definiertes Potenzial haben, eben Plus oder Ground. Und deswegen muss man hier, wenn man jetzt so eine Konstruktion hat mit den Tasten, die nach Ground gehen, sogenannte Pull-up-Widerstände einbauen. Ich zeichne die mal hier ein. R1 nenne ich die mal. Und hier meinetwegen R2. R1 und R2 sind hier auch in der Schaltung, wie ich sie aufgebaut habe. R1, R2, 10 Kilo, das ist ein Standardwert, kann man immer benutzen. Damit funktioniert die Schaltung erstmal generell. Wenn also ein Taster gedrückt wird und auf Low geht, hier der zum Beispiel, dann ist Pin 13 auch auf Low und sofort wird der Pin 14 auf High gesetzt. Pin 14 ist aber hier auch noch mit dem Pin 9 verbunden, der ist jetzt auf High. Der Pin 8 ist über den Widerstand auf High, also ist das Low. Also haben wir im ersten Zustand High-Low. Was aber das nächste Problem ist, dass eigentlich nicht gesagt werden kann, welches Gatter nun zuerst schaltet. Also welches Gatter wird zuerst hier praktisch eine 1 oder eine Low rausbringen. Das hängt von der Geschwindigkeit der Gatter ab. Und wenn ich jetzt ein anderes IC einsetze, kann es sein, dass es da genau umgekehrt ist. Deswegen muss man zusehen, dass man am Einschaltmoment, wenn man die Schaltung einschaltet, zusieht oder dafür sorgen, dass einer dieser Pins hier kurzfristig mal auf Low ist, damit hier fest sozusagen eine 1 rauskommt. Und dann ist auch klar, welche Konstellation das RS-Flop-Flop im Einschaltmoment einnimmt.
Und dieses kurzfristig mal auf Low setzen kann man wiederum mit einem Kondensator. Ich habe hier ein 10 Nano oder sowas drin, nee, noch nicht mal ein Nano. Das heißt also, wenn ich die Schaltung einschalte, dann ist der Kondensator nicht geladen und kurzfristig beim Einschalten geht der Pin 13 auf Low, sofort geht Pin 14 auf High und ich habe den Zustand also High-Low im Einschaltmoment, immer, egal welches IC ich verwende, ob das ein anderer Hersteller ist. Und das ist also wichtig, dass man einen festen Zustand jederzeit hat, wenn man die Schaltung einschaltet. Gut, wenn es jetzt so ist, dann möchte ich auch, dass im Einschaltmoment der Motor aus ist. Das heißt also, wenn ich die Schaltung einschalte, soll der Motor aus sein. Das heißt auch wiederum, dass das hier nicht auf High sein kann, weil dann würde das PWM ja losgehen. Wenn er auf Low ist, haben wir das Problem, dass wir hier ein High haben. Deswegen machen wir Folgendes noch. Wir setzen einfach hier hinter noch, bevor der MOSFET hier den Transistor treibt, praktisch nochmal ein NAND bzw. ein Inverter. Also der invertiert jetzt praktisch das Signal. Damit ist, wenn jetzt der auf Low ist, haben wir ja hier ein High, dann ist aber hier auch Low, dann ist der Motor aus. Das wollten wir im Einschaltmoment haben, Motor aus. Das heißt also, hier muss ein Low sein, damit der Motor aus ist. Und wenn ich jetzt zurück zum RS-Flipflop komme, dann möchte ich also hier ein Low haben. Das ist also Einschaltbedingung. Und das hatten wir in dem Fall hier. Kondensator ist auf Low, damit wird der auf 1 beim Einschalten und der auf Low. Also muss ich jetzt hier den hier so anschließen. Und damit funktioniert also diese Schaltung so, dass ich mit den beiden Tasten den Motor ein- und ausschalten kann. Und wenn ich ihn einschalte, habe ich dann das PWM-Signal, was dann weitergeleitet wird. Gut, das war's für diesen Teil. Und im nächsten Teil geht es nochmal um eine andere Sache. Nämlich, wie kann ich eigentlich die Richtung ändern? Tschüss!